So, ich habe, ach, ihr seht, ich weiß gar nicht, ob man das zeigen darf oder nicht, da mehr geredet ihr gerade gleich. Ich habe, oh mein Gott, was wollte ich sagen? Hier passiert gerade so viel, die Schule wird abgerissen und also so ein Teil von der Schule. Ja, hier passiert gerade unendlich viel. Mein Gott, ich wollte euch mein Wohnzimmer zeigen. Oh, ist das schlimm. Genau, weil ich habe vorhin die Nachricht bekommen, dass mein Sofa und mein Tisch, denn die Stühle sind schon da, die kamen gestern und morgen kommt der Tisch und das neue Sofa. Und das Sofa ist immer noch hier. Irgendwie hat keiner Interesse an diesem Sofa, obwohl das noch fast neu ist eigentlich. Wir saßen da ja wirklich kaum drauf. Ja, keine Ahnung, dieser Tisch. Der ist zu verschenken. Also entweder den kann ich nicht an die Straße stellen, das geht nicht, aber ich kann ihn in unseren Eingang stellen und dann da einen Zettel drauf machen zu verschenken. Und entweder ist er heute Abend noch weg oder nicht, oder morgen, keine Ahnung. Ja, war morgen, ich muss ja morgen arbeiten und der Paketbote, also kommt mit Hermes, das kommt um zwischen 13 und 18 Uhr und bis 13 Uhr muss ich arbeiten, also muss ich schnell nach Hause kommen, weil unser Hermesbote kommt immer früh. Jetzt weiß ich aber nicht, ob da ein Extrawagen kommt oder ob der kommt, keine Ahnung. Entschuldigung, auf jeden Fall muss ich früh zu Hause sein. Und heute muss dieses Sofa noch weg und dieser Tisch muss auch noch weg. Und ich schaffe das aber nicht alleine und irgendwie will das ja keiner haben. Also muss ich mein Auto aus der Garage nehmen. Das Sofa kommt erstmal in die Garage. Und wenn das bis in 2 Wochen immer noch keiner haben will, weil ich glaube, so lange kann das nicht in der Garage stehen bleiben, weil sonst fängt das, glaube ich, an zu schimmeln, dann verschenke ich das einfach. Es tut mir echt extrem leid im Herzen. Also es tut weh, weil es war nicht so günstig jetzt und es ist kaum benutzt, also da ist gar nichts, kein Riss, keine Flecken, nichts ist da drauf. Naja, aber geht ja nun mal nicht anders. Und ja, so, ich wollte euch zeigen. Also hier ist noch ein bisschen Chaos, ich habe es immer noch nicht weggeräumt. Das hier muss noch alles weg, weg, weg. Also das weiß ich ja noch nicht und da, das muss noch abgewaschen werden. Da habe ich gestern Post bekommen, ein Kinder-Country habe ich gewonnen. Ja, ein bisschen Umweltverschmutzung, Umwelt, was weiß ich, dieses ganze Future-Zeug da. Das ist auch so eine Geschichte für sich. Aber da kann ja auch jeder denken, was er möchte. Auf jeden Fall finde ich das schon Verschwendung, wenn man für einen Riegel ein Paket losschickt. Aber egal, kann auch jeder denken, was er möchte. So, das Sofa, das muss ich heute noch wegmachen. Der Tisch muss noch weg. Darunter, da seht ihr, da ist noch Krimskrams. Dann muss ich das hier so ein bisschen sortieren. Und ich weiß noch nicht, ob ich alle Decken behalte, weil eigentlich passt nur die weiße und die senffarbene hier. Wenn, dann möchte ich auch alles richtig machen. So, dann mein Wäscheständer, ja. Den muss ich noch, ja. Den mache ich gleich weg. So, mein Sessel. Dahinter sind noch große Spielsachen von meinem Kleinen. Die bleiben aber auch hier unten. Da muss ich nur mal gucken, ob ich irgendwie einen Platz dafür finde. Dahinter. Da ist noch eine ganz kleine Kiste, die ich euch mal jetzt. Ach, da seht ihr zum Beispiel, da die Schule wird abgerissen. Das muss ich noch wegsortieren. Da oben ist auch noch Papierkram, das muss auch noch weg. Die Stühle habe ich gestern schon aufgebaut. Die sind richtig toll, oder? Ich frage mich nur, warum ich die in Schwarz genommen habe. Und mein Kleiner hat mich auch gestern gefragt, wieso schwarz? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir schwarze Stühle. Ja, und die Stoffkiste muss auch noch irgendwie. Und da. So ein bisschen aufräumen noch. Auf jeden Fall habe ich noch viel zu tun, weil diese ganze Ecke muss weg. Oh, mein Sohn kommt erst in 2 Stunden aus der Schule. Und dann gibt es erstmal Essen und so. Also, ich habe noch genug Zeit, um alles hier sauber zu machen und mein Auto wegzustellen. Ich muss erstmal einen Parkplatz hier finden. Das ist das Schlimmste überhaupt. Bin ja glücklich, dass ich eine Garage habe, aber ja, jetzt muss mein Auto aus der Garage. Toll. So sieht das ganze Sofa, genau, Wohnzimmer jetzt aus. Es ist der nächste Tag und ich warte hier auf die Lieferung. Mein Sohn ist mitten in der Nacht krank geworden. Er hat fast 40 Fieber und jetzt sitzen wir hier. Wir waren schon beim Arzt. Ich muss euch so ein bisschen halten, damit ihr ihn nicht so seht.
Ja, er ist also ganz anders, als wenn er sonst krank ist. Und der Arzt meint, es ist ganz normal Infektion. Und im Winter, Herbst, Winter, wird das richtig schlimm, meinte er. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es irgendwie wie jedes Jahr. Letztes Jahr war es genauso, ab September. Okay, da ist er auch. Das war das erste Mal, dass er im Kindergarten war. Das ist normal, dass die Kinder dann krank werden. Aber sonst ist doch eigentlich immer Herbst, Winter, dass Infektionen sind. Also ständig. Naja, egal. Auf jeden Fall warten wir jetzt auf unsere Lieferung. Die soll in einer halben Stunde kommen. Und dann darf ich das alles alleine aufbauen. Der Kleine möchte mir nicht helfen. Der ist so matschig. Nur müde ist der und schläft nur, will nur kuscheln. Ja. Und dann muss ich alles aufbauen, die Wäsche machen, weil er auch alles vollgespuckt hat. Bleibt einfach nichts im Magen. Es ist schlimm, ob trinken oder essen. Der hat Hunger, er hat Durst, aber ja. Noch haben wir was bekommen, damit das denn alles drinne bleibt. In der Hoffnung, mal gucken. Eine halbe Stunde, nee, ein paar Minuten noch, dann darf er was essen. Und dann gucken wir mal, ob das drinne bleibt. Na, mein Schatz? Ja. Er mag nicht mal reden. Naja, ich berichte euch, wenn alles da ist. So, unser neues Sofa. Ist das nicht toll? Und das hat so ein richtig dunkelgrünes, ihr könnt es gar nicht richtig sehen, welche Farbe das ist, ne? So richtig dunkelgrün ist das richtig toll. Ja, hier liegen oder hier stehen jetzt unsere zwei Pflanzentische. Ich habe gedacht, das sieht so ganz schön aus. Ich will hier keinen großen Tisch haben. Ich habe hier echt viel weggeräumt, wie ihr seht. Also auch auf dem Regal, da ist nicht mehr ganz so viel. Ja, unser Fernseher. Ja, mein iPad, das lädt da gerade, weil ich gerade arbeiten war. Dann unseren Sessel, den habe ich jetzt hier hingestellt. Es wirkt natürlich voll, wenn der Sessel mitten im Weg ist. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil wir haben so viel Platz. Hier seht ihr ja und brauchen wir nicht. Und wenn ich dann Sport mache, ich möchte ja unbedingt wieder anfangen mit Sport, dann kann ich die einfach zur Seite schieben, meine Matte hier hinlegen und kann Sport machen. Also ganz einfach, dieser kleine Sessel, ich hoffe, dass der bald weg kann, weil mein Großer ist zu groß dafür, auch wenn er da immer noch drinne sitzt. Aber man sieht einfach, dass es nicht für große Elefanten gemacht worden ist. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist für Kinder bis 5 Jahre oder so. Mein Sohn ist 8 und ist echt groß. Und wenn er da drinne sitzt, dann sieht das echt aus, als wenn sich ein Elefant in einen kleinen Stuhl quetscht. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Mit 8 Jahren in so einem kleinen Sessel ist schon, naja, so, bei diesen zwei Sachen, da bin ich mir noch nicht sicher, die werde ich, glaube ich, da hinten in die Ecke tun, damit man das nicht so sieht. Ja, hier seht ihr ja, und das ist unser Tisch. Vollgestellt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mein Gott, dass ich die ganzen Wichtel erstmal wegräume. Und die zu Weihnachten wieder raushole. Das sind Sachen, die kommen in den Keller. Daraus will ich noch einen Adventskranz machen oder zwei. Ups. Weil ich möchte das hier nicht mehr stehen haben. Genau, das sind Pakete, die muss ich noch wegbringen. Und da hinten ist unser Zeug. Also, genau, das Handy, das kann man irgendwo abgeben und die sammeln das dann und recyceln das wieder. Also die Rohstoffe bei uns in der Stadt, Dorf, wie auch immer. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ja, und das ist unser Tisch. Ich finde das mega cool mit diesem Gestell. Und ja, hier ist eine Tüte drauf. Wir nehmen die mal runter. Wieder eine neue Mülltüte. Und das sind diese Stühle. Die sind so mega bequem und die kosten 70 Euro. Okay, im Angebot 60 Euro. Und natürlich hat Poco jetzt eine Aktion, wo man 20% auf Möbel bekommt. Ja, ganz toll, ne? Also da hätte ich richtig viel Geld sparen können. Ja, wir kuscheln gleich. Aber naja, jetzt ist das so. Ja, die sind auf jeden Fall richtig toll. Die passen nicht beide unter den Tisch. Das macht nichts.
Wir stellen die ein bisschen so schräg und dann sieht das auch. Wartet mal. So haben wir die stehen. Und dann sieht das so aus. Ja. Müsst ihr euch auf der anderen Seite auch noch vorstellen. Und ja, also da oben habe ich auch aussortiert, was weg kann. Hier habe ich aussortiert, was weg kann. Das Bild, da werde ich noch einen neuen Rahmen zu kaufen. Da muss ich noch mal gucken. Ich finde das nicht schön, wie das aussieht. Ja, mal gucken. Oh Gott. Nicht meine Küche angucken. Ja, aber ansonsten, guckt mal, wie aufgeräumt das aussieht, im Gegensatz zu vorher, oder? Ja, ich habe noch mal richtig viel ausgeräumt halt eben gerade. Und mal gucken, ob diese Pflanze hier noch was wird. Die in der Küche auf jeden Fall, die wächst ohne Ende. Und auch mit dieser Blume, kennt sich jemand damit aus? Oben ist die total vertrocknet und unten, ja, fängt sie auch langsam an. Aber die hat hier auf der anderen Seite, kriegt sie nochmal so ein Ding, ist das, glaube ich. Also kennt sich jemand damit aus? Muss ich das abschneiden oder ist die Blume hinüber? Weil da wächst ja nochmal was. Also hier, da kommt ja nochmal was. Wer sich damit auskennt, bitte einmal mir Bescheid sagen, was ich machen soll. Dann schmeiße ich das Ding nämlich weg. Aber es wäre schade, weil da halt eben noch was kommt. Genauso wie mit diesem Gras hier. Das ist natürlich eigentlich für draußen. Ich habe es natürlich jetzt hier drinne. Ja, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall noch ein paar Pflanzen holen. Und das dann nochmal schön dekorieren hier. Das packe ich jetzt gleich noch weg. Und das verschwindet da hinten. Und dann diese Lampe von Ikea, die ich gekauft habe, die stelle ich, glaube ich, hier irgendwo hin. Hier steht ja eine Lampe. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall werde ich die gleich aufbauen und dann mal gucken, wie das aussieht. Und ja, ich glaube, euch muss ich nicht nochmal nachher ein Foto zeigen oder euch nochmal rumnehmen, wie das denn aussieht. Weil der Sack, ja, okay. So, das kommt hier weg und das bringe ich gleich runter und dann, ja, mehr ändert sich hier ja nicht. Ich muss den ganzen Müll gleich noch wegbringen. Das ist unser neues Wohnzimmer und Esszimmer und ich bin mega stolz. Und ich bin auch mega stolz darauf, dass ich so viel Müll einfach wegschmeißen konnte. Und es tat mir nicht mal weh, auch wenn ich weiß, ich habe Geld dafür bezahlt oder ich habe es geschenkt bekommen. Aber wenn ich das nicht mehr brauche oder es passt einfach nicht mehr, genauso wie diese Blume, die meine Kinder mir zum Muttertag geschenkt haben, was meine Großeltern gekauft haben, das war pink. Und ich möchte hier keinen Pink mehr haben. Deswegen durfte das jetzt weg. Was war das? Vase, Glas. Habe ich natürlich aufbewahrt. Da kommt dann halt eben was anderes rein. Und ich weiß trotzdem, dass meine Kinder mir das geschenkt haben, auch wenn da diese rosa Blume und dieses Sand da nicht mehr drin ist. Genau. Und dann, ich freue mich. Das nächste wird die Küche. Achso, ich habe ganz vergessen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und ich würde mich sehr, sehr freuen darüber. Und ja, ich freue mich schon auf die Küche. Tschüss!